Hallo und herzlich willkommen zu den Grundlagen von Transcuisine. Ja, heute drittes Video zum Thema Nudeln. Diesmal eben keine langen Nudeln, sondern ja, kurze bzw. hohle Nudeln. Dazu setzen wir auch einen Teig an, der ist ganz ähnlich, aber hat einen wichtigen Unterschied. Also es geht los, ich habe hier ungefähr 100 Gramm Hartweizengrieß, und zwar italienischen. Den mache ich hier schon mal in die Maschine rein. Dann kommt wie bei den anderen beiden Teigen einfach eine Prise Salz. Und einen kleinen Schluck, ein paar Tropfen Olivenöl, dass es geschmeidig wird. Aber jetzt der Unterschied, hier ist auch Wasser drin, aber deutlich weniger. Also ich habe hier so ungefähr 30 Milliliter. Erinnert euch an dem Teig, den wir von Hand gemacht haben. Dann war, glaube ich, so zwischen ja, 50 und 60 Milliliter. Also das hier ist knapp die Hälfte. Warum ist das eben so? Ist deshalb einfach so. Der Teig, je weniger Wasser da drin ist, desto besser trocknet er. Und wenn ich das nachher durch die Maschine durchlaufen lasse, durch die Schnecke, funktioniert das auch deutlich besser. Um den Teig zuzubereiten, das mache ich mit der Maschine, weil das, ich sag mal, von Hand zu machen, ist schon ziemlich schwierig. Da habe ich hier so meinen Silikonkneter, den ich dazu nehme. Das ist eigentlich ganz gut für kleine Mengen. Wenn ihr größere Mengen machen solltet, dann müsst ihr irgendwann den richtigen Knethaken nehmen, weil dann schafft er das nicht mehr und dann geht er wahrscheinlich auch kaputt. Deshalb, je nachdem wie viel ihr habt, entweder den oder den anderen. So, und jetzt geht das schon mal hier gleich los. Muss ich mal sehen, wie ich die Maschine jetzt von hinten bediene. Normalerweise mache ich sie ja umgekehrt. Da ist es schon angeschaltet und schon geht das los. Ja, das Blöde an diesem Silikonteil ist, das macht auch oft mal hässliche Geräusche, das quietscht. Nach einer Zeit lang wird es dann halt besser. Ja. Und jetzt knetet die Maschine mir hier einen Teig zusammen. Wobei, da darf man nicht die Erwartung haben, dass das jetzt so ein homogener Teig in einem Stück ist, sondern das sind lauter so kleine Brösel oder ja, etwas größere Brösel, die dann aber nachher sich dann in der Maschine zu einem ganzen Teig dann zusammen verbinden. Das geht auch einigermaßen schnell, das Durchrühren, das Verkneten an dieser Stelle. Wobei, ja, so richtig verkneten kann man das eigentlich fast gar nicht nennen. So. Ich mach's mal aus. Das Gequietsche nervt ganz ordentlich, aber ich habe auch noch keinen Weg gefunden, das abzustellen. So, und dann nehme ich es hier mal raus. Vielleicht in der einen Kamera sieht man es hier schon. Ich kann es auch hier mal genau in die andere Kamera hier mal rein zeigen. Das ist halt so ein ganz bröseliges Zeug. Man denkt eigentlich nicht, dass daraus Nudeln werden können, aber das ist so und die machen wir jetzt auch gleich. Dazu muss ich die Maschine umbauen, also kleiner Cut und gleich geht's weiter. Ja, die Umbaupause ist vorbei. Ich habe hier jetzt meinen Pasca Fresca Maker auf die Maschine draufgeschraubt. Ist halt ein spezielles Teil. Das funktioniert ganz ähnlich wie ein Fleischwolf. Da ist praktisch so ein Schacht zum Einfüllen und da ist ein Schneckenantrieb. Nur sitzt halt vorne dann im Prinzip eine Matrize, um Nudeln zu machen. Die hat irgendwie diese Schnecke ist irgendwie ein bisschen anders geformt, hat eine andere Steigung, was auch immer, das funktioniert damit besser. Theoretisch kann man es auch mit dem Fleischwolf machen, aber ich habe das auch schon probiert, also so richtig glücklich war ich damit nicht. Ja, wichtig bei diesen Matrizen, da gibt es ganz, ganz viele, ich habe hier so ein paar hier dabei, ist zu sehen, die sind aus Bronze. Das ist deshalb wichtig, weil die machen die Oberfläche von den Nudeln rau. Ich habe hier noch eine andere, die sieht so aus. Damit kann man ganz verschiedene Formen auch machen. Also gibt es, glaube ich, 10, 15, 20, keine Ahnung, wie viele Teile, die man kaufen kann. Ich habe jetzt 3, ich werde noch 1, 2 dazu kaufen. Kosten um die 20 Euro so ein Stück. Ja, also wichtig ist, dass die aus Bronze sind, weil die machen eine raue Oberfläche. Und es hat den großen Vorteil, dass sich dann die Nudeln viel besser mit der Soße dann auch verbinden. Im Grunde ist das jetzt ganz, ganz einfach. Ich habe hier schon mal meinen Teig, auch wenn er nur sehr schwer als solcher zu erkennen ist, hier schon mal reingetan. Ich tue so ein bisschen schon mal da oben drauf, ein bisschen mehr und stelle die Maschine mal an. So. Und hier habe ich da so ein, ja, Raker, keine Ahnung, der sagt immer Raker, so ein Stopfer, um das so, dass es besser reingeht. Man sollte da nicht zu viel immer machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dieser Schacht sollte nie zu voll sein, da lässt sich schlecht drücken. Und ja, und jetzt kann ich hier ein bisschen Gas geben und dann kommen hier, wie ihr seht, die Nudeln raus. So, jetzt wird es langsam ein vernünftiges Ergebnis. Die ersten waren noch nichts, die müssen wir mal neu machen. Ja, und die fallen jetzt hier einfach
auf mein Backblech drauf. Ich habe hier vorne so einen Schneider und dann zack, kommen dann die nächsten rein. So, und dann kommt hier weiterer Teig oben rein. Und von der Länge kann man sich ganz entscheiden, wie man gerne mag. Man kann die auch ganz lang machen. Finde ich aber zum Essen eher unpraktisch. Dann nehme ich lieber Spaghetti oder Tagliatelle. So, jetzt geht es hier richtig los. Warte mal her, siehst du? Zack. Ja. Und im Prinzip kann man die, wenn man mag, dann sofort auch kochen. Oder man kann sie halt auch trocknen lassen, kann sie auch lagern, sind ja keine Eier drin. Das heißt, sie sind auch sehr, sehr gut lagerfähig, diese Nudeln. Ja, und das ist eben die Variante mit kurzen Nudeln, auch mit hohlen Nudeln. Ihr seht es ja hier, die sind so ein bisschen hoch. Halt eben eine andere Variante an Nudeln. Ist so ähnlich wie die anderen, eben nur mit eben ein bisschen weniger Wasser. Ja, wenn ihr Lust habt, so eine Maschine zu kaufen, jetzt muss ich hier wegschneiden und mal ausschalten, wenn ich hier am Quatschen bin. Genau, den Rest mache ich dann gleich fertig. Ja, wenn ihr Lust habt, Nudeln zu machen und Spaß daran habt, lohnt sich so eine Anschaffung auf jeden Fall. Ich habe die regelmäßig im Einsatz und ja, ich finde selbstgemachte Nudeln, die schmecken einfach viel, viel besser als gekaufte. Ja, viel Spaß damit, wenn ihr Lust habt und dann bis bald. Tschüss!